Perk ist unterwegs. Lernen, Inspec. Was steht heute an? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mir will jemand wehtun. Ruf einer die Sadis. Ich bin getroffen. Am Würstchen. Du tut weh. Au. Ich brauche Hilfe, Kumpel. Komm her, ich brauche Hilfe. Es ist normal, dass ein Körper so blutet. Bitte, ich könnte hier mal Hilfe brauchen. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Ich und Sharky sind gerne auf der anderen Seite des Tunnels auf Autos zugesprungen und haben Überraschung gebrüllt. Einmal ist ein Viehtransporter von der Straße abgekommen, aber alle haben es überlebt und es gab gratis Hähnchenschnitzel. Wir mussten nur den Splitter auspulen. Spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Hast du schon mal bemerkt, dass Wolken immer wie Affen aussehen? Das hat doch was zu bedeuten. Weiches Fell, große braune Augen, du bist unabhängig. Oh, my God.
Ich habe gehört, Jacob macht so einen Halbwolf, Halbmensch, Mensch, Wolf oder Wolf, Mensch oder so. Die lassen dich nicht mehr raus. Der Typ in der Hütte da erzählt ständig vom Sasquatch und von Bigfoot. Das macht mir ganz schön Angst. Geh zu, wie ich in Fahrt komme. Ich gehe voll ab. Tanzen ist gleich entkommen. Diskussion den Kampf vermieden? Scheiße. Es sieht so lecker aus. Sorry, ist einfach so. Yeah.
Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Ich kann hier nicht bleiben, Amigo. Wir haben Gesellschaft! Ich glaube, die machen uns irgendwie nicht.
ein niedlicher Hund. Aber er müffelt ein bisschen. Wenn du verstehst, vielleicht ein Bad oder etwas Tomatensaft. Ist es tatsächlich verboten zu handeln. Klasse Kampf da oben bei der Wolf's Den. Bärfischen stelle ich mir komisch vor. Ich sag mal was. Ich würde nicht mal Fische fangen, wenn es bei dir regnen würde. Ja. Hab gehört, du hast an der Wolf's Den gekämpft. Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Das ist aber nicht das erste Mal, oder? Der Typ in der Hütte, der erzählt ständig vom Sasquatch und von Bigfoot. Okay, bin drin und kralle mich am Sitz fest. Los geht's. Man kann das Zeug ja nicht verkommen lassen. Draußen kriege ich immer Blähungen. Mach mal ein Fenster auf. Ach du Scheiße! Wer schießt da? Das war geil. Okay, geh du vor, ich folge. Okay,
bin drin und kralle mich am Sitz fest. Los geht's. Übrigen Straßen kriege ich immer Blähungen. Mach mal ein Fenster auf. Da sind sie ja! Das brauchen wir wohl nicht mehr. Das wird lustig. Spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Hercules! Ich sei nicht mal ab, Alter! Okay, Boss! Bösewichte! Ping! Ich gehe von Punkt B zu Punkt A, aber vermutlich nicht in der Reihenfolge. Okay, bin drin und kralle mich am Sitz fest. Los geht's! Das war mal krass! Wird geteilt. Von holprigen Straßen kriege ich immer Blähungen. Mach mal ein Fenster auf. Schon, du fragst nie. Damit wirst du auf. Das hat wehgetan. Man kann das Zeug ja nicht verkommen lassen. Das wird lustig. Spiel mir, ich sehe was, was du nicht siehst. Irgendjemand ist heute wohl mit dem falschen Fuß aufgestanden, ne?
gerade fies angeguckt? Durchlöchere den Plüschscheißer! Idiot! Das bringt doch nichts! Wir müssen tun, was sie wollen oder die sind. Dein verfickter Ex hat meine Angel und will sie nicht rausrücken. Hilfst du mir, sie zurückzubekommen? Du bist bewaffnet, oder? Schieß ein paar Löcher in seinen Krempel und jag ihm etwa. Tu mir einen Gefallen und schieß ein paar Löcher in den Kram von meinem Ex. Er hat's verdient. Verzier die Satellitenschüssel mal mit Blei. Nicht gut! Ob der denn so gut schwimmt wie ein Fisch, aber er trinkt wie einer. Es reicht! Okay! Hier! Nimm deinen ganzen Scheiß! Sag nur nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn die Sekte hinter dir her ist! Verdammt! Nach allem, was die Sekte hier angerichtet hat, kann ich nicht glauben, dass er meint, die beste Möglichkeit zu überleben wäre, sich ihnen anzuschließen. Er rafft es nicht. Ich versuche uns hier... Wir laufen hier jetzt schon eine ganze Weile rum und weißt du, was ich noch nicht gesehen habe? Ich habe noch keine Waldpornos gesehen. Es gibt einen Haufen Geld, wenn man ihn fängt. Und das ist dann unser Ticket raus aus diesem Höllenloch. Der Lin ist manchmal so ein Idiot. Ach, ich muss mal den Kopf freikriegen. Und das kann ich nur beim Angeln. Warum kommst du nicht mit? Ich würde mich freuen und kann dir dabei gleich ein paar Tricks zeigen, wenn du willst. Alle reden über dich und sie haben recht. Ich bin immer mit Schulfreunden hierher gekommen. Kühlbox voller Bier und ein Boot. Mehr braucht es nicht. Von denen ist niemand mehr da. Sie haben sich entweder Eden's Gate angeschlossen oder... Na ja, du weißt schon. Nur Dylan und ich sind noch übrig. Die Stelle da drüben wird Widow's Creek genannt. Heißt so, weil deine Frau ihren Mann ertränkt hat. Der Arsch hatte sie betrogen. Also hat er es auch verdient. Wie auch immer. Siehst du die Lücken da drüben? Und die Wasserspritze? Das heißt, da wollen Fische gefangen werden. Hey, du hast eine Angel. Probier sie aus. Ich liebe Angeln, vor allem wenn ich was fange. Hier ist es schön. Beruhigend. Immer wenn ich am Wasser bin, kann ich vergessen, was im Rest der Gegend passiert. Zumindest für eine Weile. Drop-Man-Yachthafen winkt ein Batzen Geld, wenn man ihn fängt. Und das werde ich tun. Das Geld ist unser Ticket hier raus. Du wirst langsam echt gut. Üb nur weiter und vielleicht kann ich dir später noch mehr zeigen. Und danke fürs Zuhören. Manchmal tut es gut, sich alles von der Seele zu reden, weißt du? Meister hat geangelt. Also, der Admiral ist ein harter Brocken.
Und ich dachte, es wäre einfacher, wenn wir ihn zusammenfangen würden. Selbst wenn wir halbe-halbe machen, wird es für mich und Dylan mehr als ausreichen. Bist du dabei? Aber erstmal musst du besser im Angeln werden. Du hast was drauf, aber mit dem... Okay, okay. Beweis mir, dass du das Zeug dazu hast, den Admiral zu fangen, indem du ein paar schwierigere Fische rausholst. Mal was. Ich könnte nicht mal Fische fangen, wenn es welche regnen würde. Ja. Sektenfreaks in die Stadt gekommen. Es ist ständig die Munition ausverkauft. Thank you.
schön, einem Angler zu begegnen. In dieses wunderschöne Land kommen und sich dann unter der Erde verstecken. Wenn ich schwimmen gehe, trage ich einen Stringtanga. Man muss...
man hat, verstehst du? Ich muss da rüber. Das war geil. Das ist nicht mehr. Da drüben! Gut gezielt, ey!
Alle hier reden. Gibt Schalen Bier eine ganz neue Bedeutung. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Es mag nicht nach viel aussehen. Bin gleich da. Hab mir auch gerade noch eine Stange Lehm aus dem Kreuz gestemmt. Da geht alles viel leichter. Auf dem Weg. Dann mal los. Wohin du willst. I'm waiting, darling, but I've got a chance of a snuff in my mind. Sicher doch.
Deputy. Gerade kam die Meldung rein, dass du am Jessop anwesend bist. Tja, ich stehe hier an Virgils Schreibtisch. Er hat an ein paar Sachen gearbeitet. Eine davon war für Jessop. Es geht um einen Apotheker, der der Sekte beigetreten ist. Er heißt Feeney. Er hat dort diese giftigen Blisspflanzen gezüchtet. Virgil meinte, er wäre ein mieser Drogendealer. Es gefällt mir nicht, wenn Virgils Arbeit unvollendet bleibt. Hör mal, ich wette, wenn du seine wertvollen Pflanzen abfackelst, kommt dieser Feeney angerannt. Und dann kannst du ihn ausschalten. Ich schätze, das wäre ganz in Virgils Sinne. Aufgepasst, bin unterwegs! Siehst du sie? Hier erteile ich eine Lektion. Haltet mir den Rücken frei, wenn du mich erwischt. Ich hab' euch gefunden! Gleich darfst du heute wie dich zum Frühstück! Mit Milch, ganz im Ernst!
Rachel Jessop hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eaton's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges, der Nebel. Das ganze Elend nahm dort seinen Anfang. Gott sei Dank hast du den Laden dicht gemacht, Rookie. Könnte man geil was anpflanzen, als... Fuck! Ich fasle ständig was von illegalen Kram, wenn du dabei bist. Ich will nie wieder auf Drogen sein. Mir reicht's. Jemand verbrennt! Pass auf, der Beauty. Bei dir scheint ganz schön was los zu sein. Denk dran, du musst alle Blissfelder verbrennen. So lockst du diesen Fini heraus. Bestätigt. Familien werden dazu angehalten, nur noch innerhalb der Vereinigten Staaten zu... ...allen nicht zwingend erforderlichen Auslandsreisen ab. Familien werden dazu angehalten, nur noch innerhalb der Vereinigten Staaten... Du warst doch der Typ, der meiner Freundin vor ein paar Jahren... Du warst doch der Typ, der meiner Freundin vor ein paar Jahren auf die Schuhe gekotzt hat, oder? Schon, aber vergiss nicht, ich hatte viel Kuh. Okay, Deputy. Feeny ist unterwegs zu dir. Mach dich bereit, das ist deine Chance. Okay, hier ist Feeny. Wir sind gerade eingetroffen. Was geht?